Tag zusammen zu einem neuen Let's Play Projekt mit City Skylines 2. Ich denke, das Spiel hat jetzt mittlerweile einen Entwicklungsstatus erreicht, um hier ein neues Let's Play Projekt zu starten mit dem aktuellen Update Economy 2.0. Ja, entwickelt sich das Spiel, glaube ich, jetzt in die richtige Richtung. Das war ja vorher schon ein etwas schwieriger Entwicklungsstatus. Da hat sich Colossal Order als Entwicklerstudio nicht wirklich einen Gefallen getan nach dem hervorragenden Vorgänger City Skylines 1. Aber es sind einige Elemente drin jetzt in der Version, die ja, im Sinne unserer und des Let's Play Gedanken, den ich jetzt auch bei City Skylines 1 hatte, mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung, die man aufgreifen kann. Also ich finde vor allen Dingen das ganze Energieversorgungssystem wirklich gut umgesetzt. Wir haben jetzt ja Photovoltaik und Wind mit Speicherung. Zwei verschiedene Spannungsebenen. Das gucken wir uns mal an. Werden dann eine nachhaltige Stadt machen. Bevor ich jetzt weiter rede, will ich aber erstmal das neue Spiel starten und dann ein bisschen erklären, was passieren wird. Also, wir starten. Vielleicht noch der Hinweis, das ist jetzt die Vanilla-Version. Ich habe keine Mods aktiviert. Das liegt daran, dass das hier in der Nvidia GeForce Now-Umgebung läuft. Da sind Mods nicht möglich. Es gibt eine ganze Reihe an guten Mods mittlerweile, die man einsetzen kann. Die kann ich aber nicht nutzen, weil ich es jetzt auf dem GeForce-Servern spiele, die lassen keine Mods zu. Was aber, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Dann haben wir halt hier die Vanilla-Version, haben noch keine Mod-Update-Probleme. Was möchte ich machen? Ich nehme hier diese zentrale Wasserstraße, deswegen haben wir jetzt ja auch nur die normalen Karten. Also ich will hier diese zentrale Wasserstraße nehmen. Idee soll bei dem Let's Play wieder so die nachhaltige Stadtentwicklung sein. Und ich, das ist halt hier wie so eine Mischung aus der Mosel, ne, etwas geschwungener Flussverlauf und dann der Ruhr als Ruhrgebietsstadt, also kein Meerzugang. Wobei, wir sehen das hier rechts, Schiffsverbindungen haben wir. Wir können also einen Binnenhafen bauen. Wir haben Bahnverbindung, Flugverbindung, Strom. Gucken wir mal, das ist schon eine anspruchsvollere Karte. Werden wir gleich sehen. Ich wähle die Karte jetzt erstmal aus. Und dann vielleicht noch als Hinweis, also ich werde hier Kartenwälder freischalten. Das lasse ich inaktiv. Wir werden das mal hier auf europäisch umstellen. Den Stadtnamen setzen wir auf Ruhrkirchen. Ruhrkirchen. Aber ich möchte, also auch diesmal anders als in Viridis, bei dem vorigen Let's Play Projekt in City Skylines 1, nicht mit unbegrenztem Geld spielen. Das macht die Sache sicherlich nochmal interessant. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Economy Update dann läuft, und ich will auch mit den Kartenfeldern arbeiten, vielleicht im Verlauf des Spiels, damit das mit der Spielmechanik und dem Gedanken des Let's Play Projekts funktioniert, müssen wir das vielleicht dann doch nochmal umstellen. Es müsste eigentlich gehen, aber wir spielen erstmal ganz regulär. Ja, also was ist die Idee? Ich will jetzt erstmal eine reguläre Stadt bauen, das heißt also Energieversorgung, auch das Verkehrssystem ganz regulär machen und dann im zweiten Schritt eine Umstellung auf eine nachhaltige Stadtentwicklung, das heißt also in Richtung einer Energiewende. Wir werden die selber erleben, gucken, was dann passiert, wie wir das spielmechanisch umsetzen. So, wir sind in Ruhrkirchen. Hier ist die Perlenstraße, das ist die Autobahnverbindung oder Schnellstraße S28. Das können wir vielleicht direkt mal, umbenennen. Wir zoomen mal einmal raus, gucken uns die Karte erstmal an, bevor wir starten. Also das ist jetzt hier der Flussverlauf von hier unten nach hier oben. Hier oben ist tatsächlich noch der Meerzugang. Ich glaube, die Zone können wir uns gerade noch nicht angucken. Wir starten hier vorne mit diesen Feldern hier, den neuen Feldern. Das heißt, also auch das ist ja jetzt die große Herausforderung mit dem neuen Update, dass wir erstmal alles sehr dicht voll bauen müssen, bevor wir neue Felder kaufen können. Denn der Unterhalt der Felder ist ja sehr teuer. Das ist erstmal spielmechanisch. Also sinnvoll ist das nicht. Das hat jetzt erstmal keinen
Realitäts. Nichts mit der Realität zu tun. Ja, nee, nehmen wir mal so. So ist die Spielmechanik. Ich denke, da wird auch noch in der Zukunft ein bisschen was gepatcht werden. Wir schauen uns mal die Rohstoffe an. Also landwirtschaftliche Nutzflächen haben wir hier vorne etwas. Wir haben hier am Rand, das können wir uns dann kaufen. Das ist ja hier nicht ganz so gut sehen, wenn wir mal so reinzoomen. Also das kriegen wir hin. Ansonsten haben wir hier entlang des Flusses einiges an nutzbare Ackerfläche. Und dann, was den Bergbau angeht, da haben wir erstmal nichts in unseren Feldern drin. Das ist dann hier außerhalb. Also bis wir da oben hinkommen, da bin ich mal gespannt. Hier vorne ist noch ein bisschen was. Hier ist auch noch eine. Hier ist die Eisenbahnlinie, die geht hier entlang. Da kommen wir recht gut hin. Denn man sieht das jetzt hier wieder. Hier hat die Stadtgrenze auf, hier fährt, hier kommt die Eisenbahnlinie lang. Aber ja, auch das ist teuer. Da müssen wir genau überlegen, ob wir das machen. Ansonsten mal nochmal drehen. Also hier vorne an der Flussbiegung, da könnten wir dann Kohle, das ist das, was ich machen werde. Das kommt ja dann auch mit dem winzigen Dorf, den Kohlebergbau. Aber da müssen wir erstmal uns in die Richtung entwickeln. Erz, müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Öl werde ich nicht fördern. Wir wollen ja im Bereich des Ruhrgebiets bleiben. Ja gut, und Wald sehen wir, haben wir ja hier vorne. Da können wir auch mal irgendwann eine Forstwirtschaft etablieren. Das ist auch knapp an der Grenze unseres Gebiets. Da können wir mal schauen. Ansonsten haben wir hier vorne noch Waldgebiet. Ja, was gucken wir uns nochmal an? Die Höhenlinien. Denn das zeigt sich, ist schon anspruchsvoll. Wir haben halt hier dieses Flusstal, das dann nach links und rechts dann hoch geht. Das heißt, wir werden schon, also A, der Topologie folgen müssen. Hier ist mal was Flacheres, aber wir starten hier. Hier ist mal eine etwas ebenere Fläche, hier vorne auch ein bisschen, die wir dann nutzen können. Ansonsten, wenn wir hier mal näher rangehen, sehen wir, das sind jetzt ja hier schon diese dickere Linie, sind ja mal jetzt diese 10 Meter Höhenwechsel. Das ist schon nicht so einfach. Vielleicht können wir das jetzt, dass ich sogar komplett einebnen, dass wir hier auf der Seite mal alles auf einer Ebene haben. Letzter Punkt noch. Wir gucken uns nochmal die Windrichtung an. Also Windräder werden wir am Anfang nicht bauen. Wir werden den Strom erstmal importieren und dann auf das Kohlekraftwerk gehen. Da sehen wir hier Stromproduktion 20 Megawatt Nieder- und Hochspannung. Das gucken wir uns dann mal an. Unterhaltkosten hängt so ein bisschen dann von den Löhnen ab. Wir werden jetzt erstmal hier mit einem Umspannwerk arbeiten. Das packt 80 Megawatt. Und wenn wir dann 20 Megawatt Leistung haben, dann werden wir uns mal ein kleines Kohlekraftwerk bauen und dann, wie wir das kennen aus Viridis, aus dem vorigen Let's Play-Projekt, anfangen, auch ein bisschen über die Technik zu sprechen. Aber der Wind weht hier, wir sehen das hier komplett von unten links nach oben rechts. Ist ja wichtig für die Platzierung der Industrie. Da macht es vielleicht sogar Sinn, dass wir die Industrie hier oben platzieren, hier auf diesem Plateau, und vielleicht hier dann unsere Wohngebiete haben. Wir starten los. Wir haben hier am Anfang nur eine begrenzte Möglichkeit, aber wir steigen ein. Die Höhenlinien sollten wir mitnehmen. Jetzt, bevor wir das machen, ebnen wir hier vielleicht mal. Also, hier drüben die Höhe möchte ich übernehmen, dass wir hier, wir sehen, das geht schon steil runter, ne? Das ist echt schwierig. Also rechte Maustaste, übernehmen wir das mal, das geht aber. Ja, wir können das hier vielleicht auch nochmal rüberziehen. Und dann anpassen. Aber das finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir hier sofort eine Ebene haben. Wir ebnen das Terrain noch ein bisschen aus. So. Und wir müssen schon, das kostet, glaube ich, kein Geld. Ne? Das war ja anders als bei anderen, bei der vorherigen Version. Also wir müssen dann von hier aus vielleicht die Pinselgröße etwas kleiner machen. Hier schon mal die Streckenführung, damit wir da gleich rüberkommen. Wir
ebnen das hier nochmal ein bisschen. Da können wir die Größe größer machen. So. Aber da können wir dann direkt rübergehen und bauen unsere Industrie hier drüben auf. Also hier die große Brücke. Kostet direkt mal 11.500. Kein Höhenunterschied, prima. Und dann gehen wir von hier aus. Ja, ganz passt es noch nicht. Wir müssen hier nochmal etwas kleineren Pinsel nehmen. Vorne noch mal ein bisschen, halt, also der falsche hier, genau. Man sollte den richtigen Pinsel nehmen, so. Also hier glätten wir etwas und dann, da ist die Rampe, die wollte ich doch haben. So, jetzt aber, schwere Geburt. Und dann möchte ich von hier aus den Anschluss machen. Da haben wir doch hier schon mal eine schöne Verbindung hier rüber. Und dann können wir hier die Hauptstraße einmal quer durchziehen hier. So. Wobei, das sieht doch noch irgendwie ein bisschen komisch aus. Oh, da geht es so leicht noch bergauf. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist in Ordnung. Wobei, das geht hier relativ steil runter. Ne? Wieso ist das denn so? Das liegt daran, dass wir hier vorne noch weiter ran müssen. Hier und hier. So, sonst führt er uns nämlich hier in die Niederungen. Besser. Das können wir jetzt hier ein bisschen wegfäden, hier vorne genauso. Ja, das ist besser. Gut, dann können wir jetzt erstmal die ersten Gebäude setzen. Wir glätten das hier noch mal ein kleines bisschen hier vorne und hier auch. Ja, wir werden jetzt hier noch eine Hauptstraße ziehen. Und bleiben dann aber hier oder folgen dann den Höhenlinien. Das macht die Sache halt hier auf der Karte etwas herausfordernd. Ich werde dann da auch einen Kreisverkehr hinsetzen. Das kann ich schon mal sofort machen, aber wir setzen erstmal die Straße. Also, wo ist hier die Höhenlinie? Dort. Folgen der Höhenlinie. Das macht ja dann den Straßenverlauf auch ein bisschen realistischer. Denn tatsächlich haben wir es ja in Europa anders als in den USA. Wenn es sich um gewachsene Städte handelt, sind das ja in der Regel also sehr krumme Straßenführungen und keine glatten Straßenführungen. So, wir können von hier aus... Hier geht es dann vielleicht auch irgendwann mal weiter, aber das ist jetzt quasi unser Hauptverkehrsnetz. Wir müssen hier gucken, hier sind wir schon relativ steil. Ich nehme das mal weg. Und gehen dann mal hier hoch, damit wir wissen, dass wir hier irgendwann mal hoch wollen. Ja. Okay, auch hier ist ein bisschen durcheinander. Das kann man ein bisschen glätten. Ein paar Arbeiten sind erlaubt. Wunderbar. Wir setzen direkt ein paar Kreisverkehre, bevor wir dann die Gebäude setzen. Also hier kommt einer hin, damit wir den Verkehrsfluss direkt maximieren. Wir brauchen einen
Generator. Den machen wir hier vorne. Aber wir müssen jetzt erstmal hier die kleineren Straßen setzen. Also bilden wir das Rückgrat unserer Verkehrsführung. Und auch da muss man so ein bisschen ja die Hierarchie der Straßen beachten. Also was ist eine Hauptstraße? Was sind dann die Nebenstraßen? Oder Zuführungsstraße, wenn man da mal so ein bisschen auf die auf Landkarten guckt oder dann bei Online-Kartenanbietern, da sieht man dann ja eigentlich auch ganz gut, wie dann das Straßenlayout ist mit der Priorisierung oder der Hierarchie von Straßen. Wenn man ruhig überall direkt Kreisverkehre hin, was die Hauptstraße angeht, das halte ich für sinnvoll. So, jetzt können wir von hier aus, hier ist auch nochmal ein Plateau. Dann gehen wir weitestgehend senkrecht zu diesen Höhenlinien und dann wieder entlang der Höhenlinien. Hier kommt unser Generator, das ist auch ganz schön. Dann können wir jetzt hier nämlich den Kreisverkehr setzen. Der geht ja mittlerweile sogar, dass wir den dann mit einer Zonenbebauung haben. Das finde ich echt gut. Wir haben schon ein bisschen was getan jetzt mit dem letzten Update. Das war echt notwendig vorher. Das Spiel ist schon, das haben wir auch in den Kritiken gesehen, schon schwierig. So, also das ist jetzt hier unsere Hauptstraße. Hier ist noch Hauptstraße, die ist ja vierspurig. Die sind hier nur noch zweispurig, genau. Und dann geht es von hier aus. Man sollte ja nicht bei der Verkehrsführung hier zu viele Abzweigungen von der Hauptstraße machen. Das stört ja den Verkehrsfluss. Also gehen wir von der Straße hier nochmal weg. Man muss halt relativ dicht bauen. Ne? Das ist jetzt die große Herausforderung mit dem neuesten Update. Wir gehen dann hier mal runter. Setzen hier auch wieder einen Kreisverkehr hin. Ach, das ist jetzt so die große Herausforderung, dass man hier wirklich sehr dicht bauen muss. Den Teil nehmen wir mal weg. Gehen ja schon mal in Richtung des Sees. Hier möchte ich auch einen Kreisverkehr haben. Damit haben wir erstmal die Grundlage geschaffen für unsere Wohngebäude. Damit fangen wir jetzt an. Das ist ja auch der erste Bedarf, den wir haben werden. Dass wir jetzt hier, also Moment, bevor das machen wir erstmal die grundlegenden Objekte. Also das Umspannwerk, das setzen wir hier vorne hin mit der Stromleitung. So, das heißt, die Versorgung erfolgt über die Hochspannung. Unser kleines Städtchen Ruhrkirchen braucht ja, was die Spannungsebene angeht, und über die Spannung definiert sich dann auch der Energiebedarf, den wir decken können mit Hilfe der Verbindung. Brauchen wir eigentlich nur eine Mittelspannung, deswegen der transformiert das jetzt hier auf Niederspannung. Hier gibt es ja nur die beiden Möglichkeiten, also niedrige Spannung und hohe Spannung. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter von der Hochspannungsleitung, die jetzt aus der Umgebung kommt, zu einer Mittelspannung 11 kV, und dann wird es nochmal weiter transformiert in die Ortsnetze, also Straßenzug 400 Volt. Das ist ja so der Weg. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Wasserversorgung. Wir nehmen einmal die Wasserpumpstation. Wir haben jetzt ja auch hier mehrere Möglichkeiten. Es gibt einen Wasserturm, den kleinen Wasserturm, Grundwasserpumpstation. Wir haben hier Grundwasser und hier vorne. Jetzt können wir uns kurz gucken. Also das Grundwasser, das kostet uns 10.000 im Monat. Warte mal, jetzt wirklich aufs Geld gucken. Also 10.000 im Monat,
75.000 Kubikmeter pro. Und hier sind wir 100.005. Die Wasserpumpstation ist günstiger. Dann setzen wir sie auch ein. Der Fluss fließt jetzt hier von links nach rechts. Wir platzieren sie auch hier vorne. Wir brauchen hier eine Straße. Dann nehmen wir hier mal so eine Gasse. Das ist quasi die Versorgungsstraße. Halt, stopp, da müssen wir gerade dran vorbei. Und schließen dann hier an. Das ist mein Plan mit einer kurvigen. So, das ist hier die Versorgungsstraße zur Pumpe. Hier nochmal das ein bisschen glätten, was wir hier vorbereitet haben. Sehr gut. Wir brauchen Abwasser. Da nehmen wir hier so einen Wasserabfluss. Der steht fest. 10.000 im Monat, 100.000 Kubik. Den setzen wir so weit es geht an den Rand, damit wir hier keine Sorgen haben. Da müssen wir jetzt vielleicht nur das Straßennetz. Wobei der braucht gar keine Straße, aber das finde ich jetzt schon komisch, wenn es da keinen Zugang gäbe. Deswegen, wenn wir auch hier eine Straße entlang ziehen. So, und dann geht es. Kann hier direkt schon mal eine Hauptstraße wählen. Folgen wir auch hier wieder der Höhenlinie. Prima. Haben wir alles? Wir haben Strom, haben wir für gesorgt. Wir haben für das Wasser gesorgt. Zu- und Abwasser, das sieht gut aus. Strom haben auch beide. Du hängst ein bisschen in der Luft hier. Ne, das sah nur so aus. Alles gut. Dann können wir jetzt laufen lassen und platzieren. Also, es geht los. Wir lassen die Zeit laufen. Und werden jetzt erstmal hier an der Fassbinderstraße. Dort entstehen die ersten Gebäude. Das geht auch sofort los. Das Ebnen machen die Gebäude erstmal selber. Zypressenstraße. Wir haben einen Bedarf an Gewerbe. Das Gewerbe setze ich hier entlang der. Besonders ist das die Schulstraße. Okay. Machen wir erstmal hier vorne am Kreisel und wir brauchen die Industrie direkt. Die kommt hier vorne hin. Da möchte ich auch direkt anfangen. Also von hier aus gehen wir im rechten Winkel weg. Hier genauso. Kreisel. Und dann können wir hier einigermaßen rechte Winkel produzieren. Kommen hier im rechten Winkel aus. Wunderbar. Hoher Bedarf an Industrie, dann fangen wir mal hier vorne an. Hoher Bedarf an Gewerbe, den decken wir gerne entlang der Schulstraße. Und dann geht es weiter mit den Gebäuden hier. Was wir auch noch setzen werden, sind Fußwege. Was ich auch gut finde, ist mittlerweile hier mit den Oberflächen, dass ich hier solche Texturen setzen kann mit Rasen und Pflastern. Das ist gut, denn das war ja vorher nur per Mods. Hier noch ein paar Fußwege setzen, das klar ist. Also hier fehlt noch der Kreisverkehr am Ende.
Sorry, da müsst ihr leider einmal rausziehen. Das versuche ich zu vermeiden, geht aber tatsächlich dann nicht immer. So, wir müssen jetzt nämlich leider auch von hier aus kommen. Ich möchte da keinen Fußgängerweg haben. So, kein Zebrastreifen. Das können wir uns dann kaufen irgendwann. Ach, kein Anschluss. Ach so, weil es auch die Marktgasse ist. Das ist Quatsch. Ich wollte doch den hier. Denn das ist das Problem. Wenn man nämlich jetzt hier arbeitet, dann geht das gerne mal schief. So, das ist die richtige Verbindung, die ich haben wollte. Mache noch eine Verbindung von hier aus hier rüber. Denn ich glaube, das haben wir in Viridis schon gemacht. Das werden wir jetzt hier auch machen, dass es hier vernünftige Verbindungen gibt. Da habe ich auch den Kreisverkehr vergessen. Das gibt dann wieder Ärger, weil die Leute ausziehen müssen. Da muss ich drauf achten. Halt, stopp, du kannst wieder weg, weil hier der Fußweg lang muss. Da verlieren wir natürlich ein bisschen Zonierung, aber das ist nicht so schlimm. So, hier können wir jetzt doch noch das Haus hinsetzen. Alles gut. Wir sind ein winziges Dorf. Wir kriegen 25.000 Euro, Dollar, was auch immer. Einen Entwicklungspunkt, können drei neue Felder kaufen. Und wenn man sich jetzt neue Objekte, die wir kaufen können, Reihenhäuser, Gemüseanbau, geht jetzt Kohlebau, neue Straßen. Jetzt haben wir direkt die Gesundheitsversorgung, die Müllverwaltung. Da müssen wir jetzt direkt ran. Ich will jetzt aber einmal ganz kurz hier noch die Verkehrsführung hier quasi vervollständigen. Zwischendurch noch mal ein paar Häuser leider Gottes abgerissen. Da muss man die diese Verbindung vorher setzen. Das machen wir jetzt auch direkt. Also hier noch mal ein Kreisverkehr hin. Das ist das jetzt mal erstmal schnell. Lassen die Zeit auch etwas langsamer dafür laufen. Das gefällt mir schon ganz gut. Wir haben einen hohen Bedarf an kleinen, geringer Dichte, mittlerer Dichte und hoher Dichte. Was ich jetzt direkt machen werde, ich werde hier anfangen bei der Besteuerung. Den Steuersatz mal auf 11 anheben, damit wir schon mal weniger Verlust machen. Wo liegen wir denn jetzt gerade? 840, okay. Das ist ganz gut. Wir werden hier unsere Industrie. Wir haben jetzt ja hier diese Reihenhäuser, die werden wir gleich alle besetzen. Den Bedarf können wir decken. Und dann müssen wir uns überlegen, wo setzen wir jetzt hier diese Reihenhäuser hin. Das könnte man entlang der Rosenstraße machen. Oder hier entlang der Moorstraße. Vielleicht machen wir hier mal. Hier sind Vierer, dann machen wir die mal einheitlich hier mit 4. Hier haben wir auch 4, damit das gleichmäßig aussieht. Das sieht doch gut aus. Und dann hier entlang der Mozartstraße gibt es dann 3. Gut, was wir jetzt halt brauchen, ist die Gesundheitsversorgung, also eine kleine Klinik, auch das ist neu. 25 Patienten können aufgenommen werden, 3 Krankenwagen.
Das hier hat 100 Patienten, 5 Krankenwagen. Die kann man, glaube ich, auch noch erweitern. Die kleine Klinik nicht. Die kostet auch deutlich weniger, zwischen 10.000 und 25.000, 20 und 78.000. Wir fangen mit der kleinen Klinik an, werden die dann vielleicht mal upgraden. Also auch das ist, denke ich, wichtig in der Planung, dass man ausreichend Platz lässt, um dann jedenfalls mal abzugraden. Bei der Bestattung haben wir nur den Friedhof. Der ist riesig. Den werden wir dann vielleicht hier vorne platzieren, wo es einigermaßen flach ist. Dann noch ein bisschen hier glätten, aber das werden wir hier, glaube ich, entlang der Vogelstraße setzen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Wir haben den Einstieg geschafft. Unsere Stadt hat 126 Einwohner und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und dem Verfolgen dieses Let's Play Projekts in Cities Skylines 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.